Wemmers Clothes. Ach, der hat auch einen Chaos Alarm. Hat er bei Kuhn und Friends abgeschaut. Der Kuhn Alarm. Hier wohnen die Minions, okay. Ein schönes Pillen für verrückte kriminelle Kinder. Plan Gelee-Donuts mit Ketchup-Füllung. Was geht? Geht. So, achso, wir brauchen jetzt wieder. Achso, wir können den. Aber was ist das für eine Zahl? Was ist das hier? Versteh's nicht. Okay, na gut, wir rufen Touchet. Erstmal analysieren. Ja. Touchet, ihr braucht eine Hilfe. Der Richtige für jeden Job. So, hier. Und anstauen und loslassen. Geht doch. Voll eklig. Und das Geräusch ist noch ekliger. Geht. Was, wie viel Lava hat er denn gekauft? Ist er irgendwie behindert? Alter, was? Oh mein Gott, er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Kuhn Friends. Kuhn and Friends, verdammt war das. Und jetzt, wenn ihr zu spät kommt, kann Softbart mit weit bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das ist ein absolutes Chaos. Verbraucht und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Oh, was? Besiege den Mecha-Lakai Chaos Supui. Das ist euer Mecha-Untergang. Du hast dich selbst übertroffen. Danke. Rakete im Anflug. Einschlag in T-Minus. Oh, gleich. Für Chaos. Wow. Meine Werkzeuge schmelzen nicht. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich nicht, ehrlich gesagt. Shit. Wir kriegen das gar nicht weg. Okay, dann gehen wir bloß aus dem Weg. Rein an den Speck! Dürfen wir so? Ne. Okay, dann können wir hier auch bloß aus dem Weg gehen. Aha! Scheiße. Du bist dran, Neuer. Ich hab einfach nur mit Ladung, ja. Boah, krass, der hat 600, ey. Fuck. Achso, wir treffen den. Ach, der belegt die ganzen Slots hier, okay. Ja, lieber den Schockschaden das noch mit. Ich mal gespürt. Gleich riecht's hier verbrannt. Okay, das geht vorbei, aber. Nein! Okay, wir können. Ich glaube, okay, du übertreibst ein bisschen. Wie aufmerksam! Gib mir ihm Schutz! Wenn wir sonst eh nichts machen können.
Plan. Ja! Ah, stand nirgendwo eine. Flieh vor der brennenden Mechalava! Ist das? Oh mein Gott, das brennt! Ah, shit. Okay, er hat noch 436. Was? Dieser Drecksack. Aus dem Weg, Kuhn-Freunde. Danny ist da. Okay, das trifft nicht. Okay, dann machen wir das. Hey Leute, nicht so hart, okay? Wir gegen blutende Salmonen. Ich stehe in Flammen. Oh oh. Spring frei. Okay, Touchet. Wir stehen doch zweimal, müsste eigentlich mehr Schaden machen. Feuer frei. Ich wette, nicht aus den Augen zu schießen, macht das Zielen schwerer. Zur Info, ich brenne wirklich. Auf sie, Wunderarsch! Immer drauf auf den Bastard! Ich geb's zu, du hast Potenzial! Laser online! Ah, der trifft wieder nicht, aber wir können... Huhn ist noch ziemlich weit oben. Ja, dann schützen wir Touchet. Danke, Kumpel! Vernichtungszyklus. Ja, da steht keiner mehr. Nicht cool. Nein. Chaos. Au. Chaos. Kleine Vorwarnung, das wird keine Schmied tun. Okay, wenn wir ihn jetzt wegkriegen, sind die Raketen auch egal. Das hoffe ich doch. So, das war's auch schon. Oh ja, ich brenne. Ja, ja, ist nicht so schlimm. Vorbei. Ach, meine Beine. Komm zurück, Lapa. Oh. Madbot, was? Gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten. Oh, scheiße. Okay, okay. Unsere Superkraft ist auf jeden Fall auch verfügbar. Damit machen wir 200... Aber ich würde lieber, glaube ich, wieder Cartmans Kraft einsetzen. Wegen den Heilkunden. Ganz schön heiß hier. Die war am besten auch gleich schon mal verletzen. Und damit kriegen wir einen weg, ja? Ich glaube, der dürfte dann so gut wie weg sein. Haut drauf! Und bleib am besten liegen. Ich bin sowas von bereit. Feuer! Ah, da macht er jetzt auch noch Scheiße. Chaos Faust! Oh oh. Du blöder Spaß, du kotzt mich gerade so an. Hm, was würde aus diesem Trottel Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn des Kite. Und damit alle weg? Alle weg. Ihn wird man unter 22 machen, hier können wir aber alle weg. Zorn wird sich mit Flammensäulen schlagen. Gut, dann machen wir die alle weg. Und dann hat sich das auch schon erledigt mit seinen Madbots. Aber passt schon. Der gehört mir. So, 104, aber wir können mal aus dem Weg bleiben. Machen wir lieber das. Hier kommt der Kuhn. Ist das keine reißfeste Folie? Nee, ich glaube nicht. Hallo, ich brenne hier. Und los! Okay. So, da können wir zwei heilen, wenn wir uns hier hinstellen. Herzen nötiger. Also am besten.
Ja, also dann bleib mal hier stehen. Und heil mal ein bisschen. Hau sie weg, Neuer! Okay. So, mit Elektroschaden. Ja. Alles okay, Lakaien? Darf ich? Darf ich? Nein. Feuer! Ah, fuck, man. Mehr Chaos! Mehr! Wenn er 5 Wurfschaden macht. Ich bin kein Startbereit! Und Kite trifft wieder nicht. Aber wir können. Hergehen. Und Cartman Schutz verpassen. Das ist gut. Augen zu, Kinder. Der Blut macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Jawohl! Darum kümmern sich meine Supreme Maker Chaos. Ja, ja! Unterwerf diese armen Sterblichen unserem chaotischen Willen! Was? An die Arbeit! Was, einer? Lächerlich. Hm. Na gut, dann greifen wir ihn halt einfach an. Oh, die Laser verschießen sind total plausibel und cool. Ja, 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 genau. So, und einfach drauf gehauen. Reicht nicht. Na gut. Und haut drauf! Oh Mann, ich dachte, ich bin hier drin isoliert. Nö. Gleich herrscht Chaos. Feuerregen! Diese Raketen sind perfekt für uns. Der hat sich selber getroffen. Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir 3 Phasen geplant. Ach. Totales Chaos, extra scharf. Oh, krass. Auf meinen Schuh. Achtung, alles Gute kommt von oben. Krass, Alter, wie lange will denn der noch angreifen? Wieder 600, ey. Fuck. Biu, biu. Bitte sehr, Verbrennung im 3. Grad. Hin. Am Start. Der belegt bloß nur 1 Slot jetzt. Shit. Okay. Das könnte brennen. Ja, ja. Zum Glück habe ich mir die extra feste Alufolie gegönnt. Ja, ja, ja. Okay, wenn. Stan jetzt ist jetzt dran. Mit Stan können wir heilen. Ja, das machen wir auch. Sehr gut. So. Wir haben unsere Ultimativkraft, die dürfte am meisten Damage machen von allen hier. Oh yeah! Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Jetzt bin ich wohl dran. Oh. Ich hab keine Kugel mehr, sorry. Wow. Das sieht ziemlich im Arsch aus. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Ja, genau. Hau drauf! Für die Freiheit und die Perls! Das war's. So, Butters Garageschlüssel. Große Faust des Chaos. Chaosanzug. Und ein bisschen Geld. Und den nächsten Rang. Das heißt, wir haben einen neuen kleinen Platz. Geil! Nächstes Fall gibt es noch einen Artefakteplatz. Ich weiß gar nicht, wo. Zeit auszupacken. Von wem hast du das ganze Geld? Butters, mach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Er ist nicht tot. Zur Basis bringen. Ja, komm. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Ja, das hätte ich vorher überlegen sollen. Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! Toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber
Das Freedom Pass Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen! Und wir verdienen eine Basillion! Oh nein. Zwei Freunde getrennt. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Butters fürs Chaos stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Die Donnerhose, geil. Oder? Ja. Können Sie wieder nicht auf den freien Platz setzen? Oh, das macht nichts, liebe Leute, denn ich speichere jetzt. Und ihr wisst, was das bedeutet? Ich verabschiede mich von allen. Wir haben Chaos besiegt. In der nächsten Folge, im nächsten Schnitt, geht's weiter. Hier auf YouTube, Twitch ist auch Schluss gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Good luck. Have fun. Ja, ihr geht gerade, Mensch. So, meine Freunde, willkommen zurück zur nächsten Aufnahme von South Park The Fracture Butthole. Und ich habe gerade im Ladebildschirm, das könnt ihr leider nicht sehen, erfahren, dass Captain Diabetes nur ein wenig ansteckend ist. Das beruhigt uns alle, also kann es gleich weitergehen. Das wird nur eine ganz, ganz kurze Aufnahmesession hier, Stunde, anderthalb Stunden, mal gucken. Und vermute, dass wir eh storytechnisch nicht so weit kommen. Jetzt wird es erstmal wieder bestimmt ein paar andere Dinge zu machen sein, an Nebenquests und so. Und irgendwo könnte ich hier gerade beim Runterlaufen auch was mit A machen. War das der Shop? Das war bestimmt der Shop. Hi, Butters! Na? Hör auf! Hey, was soll denn der Quatsch? Au! Captain Chaos, wir haben dich gefangen! Hey, was soll denn der Quatsch? Hey, gut! Hab gehört, wie du mit Humankite auf dem Rücken rumgesegelt bist. Ziemlich schwul. Was? Blitzfreak hat dich wohl ein bisschen aufgepimpt. Fühlt sich gut an, oder? Yep. Wie läuft's da draußen, Arschloch? Alles bestens. Na toll, hier kommt Wunderarsch. Yeah! Yeah! Ne? So, Captain Diabetes ist gar nicht da, oder? Er dachte davon sitzt er, ja. So, mal was ist los, Captain. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenne seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Kuhn weiß was. Mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Captains bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Oh als Gott. Als er die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, keine Ahnung. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Das klingt irgendwie. Ja, ja, gute Idee, Humankite. Wie James Bond, bin mir gerade nicht sicher. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Ach, komm schon. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, sechs Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Füchse des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese haben Leute niemand haben noch den Schwanz gefurzt. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America Film? Wie lange war das? 6 Jahre?
Ungefähr 6 Jahre. Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer marschieren, dann Kreuzritter die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen in unserer Schule. Das Problem, von dem Coldall erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Coldall mit dir treffen. Jetzt gleich. Was? Ja, jedenfalls schön, dass du hier bist. Kontrolliertes Chaos. Augenschaft. Juhu. So, wir können uns bestimmt gleich erstmal umziehen. Jawohl, wir können uns erstmal umziehen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Spinnkombination bekommen hatten. Hallo? Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert! Was? Nein! Sag mal! Wollte der Blödsinn hier. Ich will mal ein. Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Wiederhole, alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Nee, ich muss zu... Sicher, warum nicht? Mischen? Ich glaube nicht, ne? Hi! Ach, haben wir schon. Ach, verdammt. So, was der Kogge auf das muss der Zugangscode für den Kumpel versteckt. Er ist jetzt 529. Okay. Ja, oben waren wir schon. Aber wir hatten doch einen gut gekämpft, gut und Fools. Leider wird genau das jetzt zur Ruhe setzen. Mein Kostüm ist im gelben Sack. Was stand unten drunter? Oh, jetzt bin ich traurig. Tut mir leid, das Chaos nicht für dich war. Früherer Partner. Oh nein! So, wir hatten eine Spinnkombination. Müsste hier sein, ne? Das haben wir vorher nicht aufgekriegt. Tupperdose MK1 Anzug. Geil. Tupperdose Helmrezept. Geil. Ja, geil. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Oh ja, hast du recht. So. Gucken, wo gehen wir gehen als nächstes zu Cargo, würde ich sagen. Ja, da können wir eine Schnellreise nehmen. Müsste ja gleich eine sein. Hier, Mietz, Mietz, komm, Mietzi! Ne, andere Seite. Entschuldigung! So. Kann ich von Nutzen sein? Ja, kannst du, kannst du. Und zwar wollen wir. Was ist das für ein Zeichen hier? Bau keine Bruchlandung. Ach, das nächste. Ah, wir gehen hier hin. Wir brauchen bloß nach links laufen. Bitte schön. Dankeschön. So. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du furzt ständig meine besten Leute an. Nein. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Soto-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhnfreunde schon zu bieten? Richtig in Soto-Sopa, bei Steve. Okay, wo ist denn? Das müsste ja auch gleich um die Ecke sein, oder? Ja, da unten. Aber wir gehen erstmal zum Call Girl. Sammeln natürlich schön weiter Schrott und Geld. Eine Penispumpe, Donnerstock. Ja. Yeah. Donnerstock. Echt jetzt? Na, lauf.
Wieso? Hast du gehört, dass sie Nicoles Papa verhaftet haben? Wirklich traurig. Ja, tut mir leid. So, was? Boah, 400? Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. Alright, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.